Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Pressekonferenz nach unserem Heimsieg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Herzliches Willkommen den Gästen aus Fürth und dem Trainer Stefan Leitl. Stefan, ich darf dich um deinen Kommentar bitten. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend zusammen. Erstens möchte ich mich bei unseren Fans bedanken, die uns doch heute so zahlreich unterstützt haben. Zweitens, Thorsten, dir und deiner Mannschaft Glückwunsch zum verdienten Sieg und zum verdienten Einzug in die zweite Runde. Und dabei möchte ich es jetzt auch belassen. Dankeschön. Danke, Stefan. Thorsten, bitte. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Glückwünsche. Ich denke, man kann der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wir wollten neben der fußballerischen Art und Weise, wie wir auftreten wollten, eben halt auch einen großen Kampf anbieten. Und das hat man gesehen. Die Mannschaft, die extrem dezimiert war heute Morgen auch noch beim Abschlusstraining, hat sich Ahmed Engin verletzt. Wir hatten also ganz wenig Optionen, auch was die Auswechslung angeht. Haben sie diesen großen Kampf geliefert und denke, den Grundstein haben wir in der ersten Halbzeit gelegt. Und in der zweiten Halbzeit haben wir ja nicht alles schließen können, weil Greuther Fürth eben halt auch dann Qualität hat. Da war es wichtig, dass wir uns wirklich auch sehr fokussiert in die Verteidigung geschmissen haben und ein Ticken zu viel in der zweiten Halbzeit, finde ich, zurückgespielt, anstatt noch mehr aufs 3-0 zu gehen. Aber das ist eine Kritik auf ganz hohem Niveau heute. Wir sind froh, dass wir eine Runde weitergekommen sind und werden das aber auch dann schnell abhaken und dann Richtung Zwickau gehen, weil das ist die große Kunst, eben nach so einem Pokalsieg dann das nächste Spiel anzugehen und das wichtige Spiel dann gegen Zwickau eben zu bestreiten. Stefan, für dich und deine Truppe und für Fürth natürlich in der Saison und für die Saison alles Gute. Danke. Danke, Thorsten. Gibt es Fragen? Bitte um kurzes Handzeichen. Jochen Troll, bitte. Thorsten, du hast es gerade schon angesprochen. Ist denn absehbar, mit wem du gegen Zwickau schon wieder planen kannst, mit denen du jetzt nicht planen kannst? Na gut, wir haben die Spieltagskonferenz, Pressekonferenz wieder und dann gehen wir von außen, dass alle fit sind und dann, ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass der eine oder andere zurückkommt. Ich hoffe, dass sich die Verletzungen eben nicht als so schwerwiegend rausstellen. Ich glaube, dass auch die medizinische Abteilung in dieser Woche mit Sicherheit viel arbeiten wird, genauso wie sie es jetzt gemacht haben, um die Jungs spielfähig zu bekommen. Aber heute hat es nicht geklappt. Aber was geklappt hat, ist, dass die Mannschaft, so wie sie eben heute sich präsentiert hat, mit den Jungs, die auf der Bank waren. Und Stefan hat seine Fans gelobt, muss ich auch sagen. Die MSV-Fans heute haben einen wahnsinnigen Anteil daran, dass wir weitergekommen sind. Gerade in der Phase, wo wir doch sehr viel am Verteidigen waren, haben die Fans des MSV ein ganz tolles Gespür gehabt, der Mannschaft dann eben halt auch so ein bisschen nochmal einen zweiten Wind zu geben und noch mehr zu fighten. Also von daher warten wir mal ab, wie es jetzt aussieht. Dann gibt es Freitag? Donnerstag. Donnerstag gibt es mehr dann. Gibt es weitere Fragen? Nicht der Fall. Stefan, euch, Rashid, euch auch guten Heimweg nach Franken, toi, toi, toi in den kommenden Wochen. Und Ihnen allen danke fürs Kommen und einen guten, schönen Sonntagabend noch. Danke.